Schwere Bürde trägt. Naja. Einer, der ihn verrät, gibt's ja da auch. Ja. Und so weiter und so fort. Judas und Boromir. Also, das ist tatsächlich ein in Künstlerkreisen versteckte Winde. Ja, die habe ich auch manchmal. Ich sag ja auch nicht, dass ich das glaube, dass das so ist. Aber es gibt schon einige Parallelen. Oder da drüben kommen wir nicht rüber, da schauen wir nicht. Versteckte Winde. So. Die Frage, wie ich diese rauskriege, die versteckten Winde. Das war auf jeden Fall ziemlich uncool. Könnt ihr mir vorstellen? Ha! Entdeckt! Drauf von Weißdrache. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, wie man so Namen erstellt. Über lateinische Begriffe zum Beispiel oder ich weiß jetzt gerade nicht, was weiß auf Lateinisch heißt oder über die Eigenschaften des Drachen oder über bestimmte Kniffe, zum Beispiel Blancier oder sowas. Oder Bletchenheim, irgendwie sowas. Wenn du an die nordische Mythologie gehen willst, dann ist es immer mit Heim. Also Fjornheim oder Björnheim. Die Drachen stammen ja größtenteils aus der nordischen Mythologie. Ja, nordischen Mythologie. Ich komme, Truhe.
Ritterbogen. Toll. Dafür bin ich hierher geflogen. ...26, 25. Ich hab sogar... Was macht der? Extra-Bogen? Jo, der geht erstmal... Eine beachtliche Durchschlagskraft. Ist mir egal. Nicht werfen. Revoria. Also, bei Revoria kommt mir das Wort Divor in den Sinn und Divor bedeutet verschlingen oder verspeisen. Das ist halt die Frage. Also, wenn das zutrifft, oh, dann würde ich es eher Devoria nennen, tatsächlich. Also von Divor verschlingen. Nicht Revoria. Ist das nicht dasselbe wie davor? Namen der Göttin Hylia, verleiht dir ein Zeichen. Der Bewährung.